Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft. Und ich mache noch kurz das Mikrofon ein bisschen leiser. So. Okay, genau, jetzt spielen wir wieder Minecraft. Ich weiß gar nicht mehr, was wir wirklich vorhatten. Genau, ich glaube, hier sind wir hier schon fertig. Sieht so aus, ja. Wie habe ich das unten gemacht? Ist da einfach so eine. Oh, was? Ich glaube schon. Machen wir das hier auch mal. Oh. Das, okay, wir brauchen eine neue Axt. Och. Super. Genau. Ich nehme heute mal mit dem Shader, mit dem High. Also halt hoch. Und ich habe kein Texture Pack drin, merke ich gerade, aber. Egal. Ja. Wir machen weiter. Erstmal eine Axt. Genau. So. Ja. Und dann. Hier könnten wir eigentlich immer mal noch weitermachen. Halt auch nicht so eine praktische Map, wenn man irgendwie Farmen machen will und dann Bauernhäuser und so weiter. Wenn die Tiere leben. Oh, die habe ich nicht gesehen. Glück. Aber, oh doch, er hat mich gesehen, scheiße. Okay, wir gehen schlafen. Wir haben ja jetzt ein Bett, endlich mal. Hier. Och, jetzt geht das nicht. Ja, was sind ja gar keine Monster da. Okay, keine Ahnung. genau, wir können ja jetzt aber gut Inseln verbinden, weil wir haben unterirdisch ja ein Minensystem. Das heißt, warte mal, ich mach kurz die Chunks etwas hoch. Da sehen wir ein bisschen weiter. Genau. Dann können. Ups. Oh nein. Dann können wir. Lol. Dann können wir sozusagen die Dings besser verbinden, die Inseln, und dort weitere Häuser bauen. Egal. Wir müssen jetzt erstmal. Machen wir jetzt erstmal. Oh nein. Oh oh oh. Oh. Ja. Wir brauchen. Brauchen wir denn? Wir könnten hier immer noch weitermachen mit dem Stein. Ernte hier kurz was. So. Hier hinten noch. Genau. Ja, ich weiß halt auch nicht, wo das hier Tiere sind. Ja, warte mal. So sind hier Kartoffeln. Egal. Weiß auch nicht, wie die Kartoffeln aussehen, wenn die fertig sind, sozusagen. Aber die sind noch nicht ready. Ja. Aber die hier. Nee. Okay. Auf jeden Fall. Da vorne kommt ja dann auch ein Leuchtturm hin. Sieht eigentlich schon cool aus, irgendwie. Und. Hier könnten wir dann eigentlich auch irgendwie das Bauernhaus bauen. Für das war halt die alte Map schon besser. Wir können auch mal ein Boot machen. Dann notiere ich mir kurz die Koordinaten. Dann könnten wir ein bisschen rumfahren. Damit wir hier quasi einfach ein Ferienhaus haben. Und ja. Könnten wir aber wirklich machen. Mal alles Wichtige irgendwie ein bisschen mit. Das kann man ja dann irgendwie hier lassen. Eden. Glas. Holz sowieso. Stein, Eisen. Zuckerrohr nehmen wir auch mal mit. Ja, das reicht dann auch. Okay, dann machen wir uns mal kurz ein Boot. Den glaube ich hier genau einfach so. Okay. Dann
mache ich kurz ein Foto von den Koordinaten. Warte, ich könnte eigentlich so einfach einen Screenshot machen, genau. Oh, das hat man jetzt gehört, egal. So. Gut, dann sind wir jetzt quasi safe. Aber ich weiß halt nicht, wo das hier irgendwo Festland ist. Also, ist hier so richtiges Festland. Nicht so wie hier einfach so Inseln. Hier hinten haben sie aber auch Bäume. Okay. Gehen wir mal gucken. Das sieht auch einfach nur wie eine Insel aus. Mehr oder weniger. Ja. Gehen wir mal noch weiter. Hier vielleicht? Ja, sieht auf jeden Fall schon größer aus. Aber was, ach, das ist ein Schildkrott, ich dachte schon. Okay. Das Wasser sieht auch cool aus. Okay. Wir gehen einfach mal weiter, ich meine, sonst könnten wir einfach zurückgehen. Da drüben ist noch was. Aber das sind, glaube ich, auch einfach nur kleine Inseln. Wobei. Ja, also, wenn das ist eine große Insel. Vielleicht wird das hier jetzt sogar zu Festland. Also, man ist so dumm. Zu richtigem Land. Wir, können wir das mitnehmen? Ich glaube schon, ja. Okay. Gehen wir mal gucken, was es hier so gibt. Hier in Minecraft. 1.16.1. Und es war nur eine Insel. Aber eine große Insel. Theoretisch könnten wir auch ein bisschen rumfliegen jetzt. Das machen wir einfach mal. Und zwar Game Mode Creative. So. Irgendwie gibt es auch noch ein Command oder so ein, so eine Eingabe, dass man einfach. Wie sagt man, dass man Dings machen kann, sich dann einfach anzeigt, bei welchen Koordinaten das nächste Dorf zum Beispiel ist oder eben das nächste Dungeon oder so. Da ist auch schon ein Dorf, als ob. Wir gehen hier mal wieder runter. Warte mal, ich gucke zwar kurz. Das muss laden. Aber das ist auch einfach nur eine riesige Insel. Eine Wüsteninsel. Boah, das sieht cool aus da vorne. Das ist Sumpf. Vielleicht hat es hier aber. Ich glaube nicht, dass es eine Sumpfinsel gibt. Glaube ich nicht. Nee, ich denke, hier ist jetzt normal. Normal. Okay. Dann gehen wir mal hier wieder in den Game Mode Survival. Ui, das hätte schlimmer enden können. Dann wären wir einfach tot gewesen. Ja, hier haben wir jetzt. Da wäre eigentlich cool, irgendwas zu bauen. Aber wir können ja gucken, wo das unser. Jetzt nämlich auch Tiere, genau. Können wir jetzt erstmal gucken, wo das unser Haus hinkommt. Und dann das. Und dann später noch das. Und das und das. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht. Da unten hat sogar Hunde. Oder Wölfe. Wie auch immer. Boah. Hinten hat es so schwarz Eichenholz, glaube ich. Aber.
Weiß nicht. Vielleicht auch da hinten wäre vielleicht auch cool. So. Okay. Wir rennen mal noch ein bisschen nach hinten, wie ein Bekloppter. Und dann, boah. Alter, krass. Und dann, ja, werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich möchte halt trotzdem auch gerne bei so einem... Oha. Okay, da unten ist auch Lava. So, bei einem Berg wäre halt schon cool. Irgendwie dann so ein bisschen ein Häuschen zu bauen, ein Unterschlupf. Ich glaube, hier ist dann wirklich mehr einfach Wald. Scheinbar. Irgendwie habe ich keinen Ton. Weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich meine Kopfhörer so leise habe. Habe ich einfach in Minecraft der Sound allgemein tief, warte mal. Hier. Nee, hä? Keine Ahnung. Weil wenn ich dann jetzt zum Beispiel hier eben etwas drücke, dann ist das. Also wisst ihr, dann habe ich Sound. Hier wäre eigentlich auch cool. Aber ich glaube, wir gehen zurück. Das war schon sick dort. Und jetzt wird es nämlich auch gleich Nacht. Droppen wir wieder, brauchen wir nicht. Aber das ist ja auch cool mit dem Schwarzeichenholz, weil da können wir ein bisschen variieren mit dem Holz. Weil ich finde, Schwarzeichenholz ist sehr schön. Zumindest in Minecraft in echt, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gesehen habe. Denke schon, aber eher im Unterbewusstsein. Auch die Karotten müssen wir unbedingt jetzt einmal anpflanzen. Und auch direkt das Bauernhaus. Ja, wir bauen das wirklich einfach irgendwie hier so unsere Stadt. Hier irgendwie. Dann können wir hier vorne bei dem Fels können wir unser normales Haus bauen und hier unten dann das Bauernhaus. Respektive hier wird dann so eine Weide mit Tieren und hier können wir mal. So. Denn wir machen das nur so, weil sonst verbraucht das Wasser irgendwie viel zu viel Platz für. Okay. Zum Glück haben wir viele Fäden mitgenommen, dann können wir uns direkt ein Bett machen. Wir schlafen heute einfach mal hier irgendwo. Zack. Ein Bett. Und schlafen direkt. Oh, ein Bett und schlafen direkt. Nicht schlecht. Oh, das. Egal. So. Aber das hat auch viel gebracht. Ich habe die nicht mal angepflanzt. So. Ein bisschen Platz. Ja, gut. Dann beginnen wir jetzt hier ein neues Leben. Denke, das wird wild. Ziemlich wild. Aber, ja, ich glaube, das wird cool hier. Drüben schön unser Haus, das dann so ein bisschen nach oben steht. Und dann können wir hier in den Berg, keine Ahnung, was machen. Hier dann so, hier sollte dann irgendwie so ein Bauernhaus stehen. Dann hier einfach Felder mit Tieren und eben Karotten oder so. Habe ich eine Kartoffel mitgenommen? Nee, stark. Auf jeden Fall kann hier vielleicht sonst noch was und so. Naja, auf jeden Fall war es das mit dieser Folge Minecraft. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Oh, is it what do you see? As you twist the tiles beneath our feet.